Nächster Redner, Gerald Loacker, Sozialsprecher der NEOS. Ja, dieser Bericht ist unglaublich. Also Bürger, die ein gutes Nervenkostüm haben, sollten sich das einmal durchlesen, damit sie ein Gespür bekommen, was für Unglaublichkeiten in der österreichischen Sozialversicherung passieren. Und noch unglaublicher war der Ausschuss. Solche Dinge sollten öffentlich sein und das Benehmen des Ministers sollte öffentlich gemacht werden. Das war wirklich skandalös. Zum Inhalt des Berichts, es wurde schon angerissen, Kuren werden anscheinend willkürlich vergeben. Die Wiener und die Tiroler Gebietskrankenkasse vergeben überhaupt gar keine Kuren. In Kärnten bekommt jeder 90.000. Versicherte eine Kur, in Oberösterreich jeder 177. Bei der Beamtenversicherung jeder 6. Versicherte im Jahr und bei den Eisenbahnen jeder 4. Also zwischen jeder 90.000. und jeder 4. haben wir da die Spannweite. Das ist das österreichische System. Von Gericht kann keine Rede sein. Und dann konnte in diesem Ausschuss nicht einmal beantwortet werden, bei den Mischträgern, Eisenbahnerversicherung zum Beispiel und SVA, zahlt der Krankenversicherungsteil im Mischträger die Kur oder zahlt der Pensionsversicherungsteil die Kur? Das macht einen Unterschied, weil bei einem defizitären Pensionsversicherungsträger muss der Steuerzahler den Ausfall zahlen. Bei der Krankenversicherung schaut es anders aus. Konnte nicht beantwortet werden, trotz mehrmaligen Nachfragens. Der Minister bezeichnet Compliance als Modewort. Das nimmt man nicht so ernst. Da werden Vergaben gemacht, frei nach Nasenspitze, vorsichtig gesagt, und der Rechnungshof bemängelt, dass die Kontrollversammlung bzw. die Mitglieder der Kontrollversammlung in den Versicherungsträgern nicht die Kompetenz haben zu beurteilen, was da vorgeht und gar nicht die fachliche Kompetenz haben, Kontrolle auszuüben. Das ist auch klar, weil ich muss ja nichts können, um da hineinzukommen. Ich muss nur bei der richtigen Partei sein, weil dann schickt mich die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer dort hinein und ich habe diesen Sitz und darf ein bisschen ein Nebeneinkommen abcashen. Darum geht's. Es geht nicht um Kompetenz, es geht nicht um Kontrolle, es geht um die schwarze Misswirtschaft, die da verlängert wurde. Und das musste leider in diesem nicht öffentlichen Ausschuss abgehandelt werden. Die Genehmigungspraxis von Kuren sei nicht gerecht, kritisiert Gerald Loacker von den NEOS. Bei manchen Sozialversicherungen würde nur jeder 90.000. eine Kur genehmigt bekommen, bei anderen jeder 4.